Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fluri. Ich liebe Kokosmakronen und zeige euch heute ein total leckeres, veganes Rezept ohne weißen Zucker. Das ist eben nur zubereitet, ohne Wartezeit. Ich zeige euch nun, wie das geht. Für die Kokosmakronen gebe ich alle Zutaten in eine Schüssel und verknete daraus den Teig. Ihr benötigt Kokosraspeln, Kokosnussmehl. Wenn ihr kein Kokosnussmehl zu Hause habt, könnt ihr auch fein gemahlene Haferflocken verwenden. Dazu gebe ich gemahlene Mandeln, eine Prise Salz, Backpulver, gemahlene Vanille. Die trockenen Zutaten mische ich schon mal. Zu den trockenen Zutaten gebe ich die flüssigen Zutaten. Ich habe hier von einer Kokosnussmilchdose, die war gekühlt, den dicken, festen Teil abgeschöpft. Das gebe ich dazu. Zum Süßen verwende ich Reissirup. Alternativ eignet sich auch gut Agavendicksaft. Oder ihr könnt auch Honig verwenden, wenn ihr sie nicht vegan backt. Dazu gebe ich noch Mandelmus. Ich habe euch unten in der Infobox verlinkt, wie ihr Mandelmus ganz einfach selber zubereiten könnt. Alle Zutaten verknete ich nun zu einem Teig. Ihr könnt das mit dem Handmixer machen. Ich verwende die Küchenmaschine. So ist das Ganze schon fertig. Ich liebe so einfache Rezepte. Ich verwende zum Verteilen einen kleinen Eiskugelportionierer und gebe damit den Teig portionenweise auf mein mit Backpapier vorbereitetes Backblech. Kokosmakronen backe ich bei 160 Grad für 10 bis 12 Minuten. Behaltet sie im Auge, denn sie sollten nicht zu dunkel werden. Die Kokosmakronen sind fertig gebacken. Die schmecken so schon total lecker. Ich habe schon zwei genascht. Die sind jetzt abgekühlt und ich möchte ein paar noch verzieren. Sehr gut vom Verzieren eignet sich dunkle Schokolade. Ich habe mir über dem Wasserbad dunkle Schokolade mit einer kleinen Menge Kokosöl geschmolzen. Damit verziere ich ein paar. Zum Verzieren gebe ich obendrauf noch getrocknete Kornblüten, das sieht schön aus auf ein paar Stück. Ich finde, Kokosmakronen dürfen in der Weihnachtszeit nicht fehlen. Diese Variante ist super lecker, ganz ohne Eier, vegan und ohne weißen Zucker. Diese Kokosmakronen müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, die werden alle lieben. Das Rezept mit allen Mengenangaben habe ich euch verlinkt. Ihr findet es in der Infobox auf meinem Blog www.mrsfluri.com. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fluri.